Guten Abend. Der Schröter-Naumann spricht heute aus dem Thalia-Theater in Hamburg und stellt zunächst eine höchst aktuelle Frage. Dürfen Bestseller kommerziell sein? Nun, warten wir die Antwort einmal ab. Schauen wir lieber mal auf dieses Buch, das sich momentan in den Buchhandlungen stapelt. Von der Carnegie Hall zum Autohaus Wuttke. Der Abstieg der Operndiva Jekaterina Karsten. Ein erschütterndes Dokument. Dazu gleich ein Veranstaltungshinweis. Gestern Nachmittag, 16 Uhr, Gewerbegebiet Ost, Tag der Kunst im Autohaus Wuttke, Gebrauchtwagen aller Acht. Stargast Jekaterina Karsten. Als abgetagelte Fledermaus in der gleichnamigen Johann-Strauss-Operette umschiffte die Karsten mit unermüdlichem Bass-Tremolo selbst dunkel leuchtende Tenorklippen, beherrschte alle Stimmlagen vom Bariton bis zum Rokoko und wirkte nur im Schlussakt schattierungsarm und knarzig. Ihr zur Seite als Prinz Orlowski, Publikumsliebling und Seniorchef Johannes Wuttke Senior. Ein sonor zerbrechlicher Heldensopran mit Silber-Metallic-Charme am gläsernen Flügel, ein wenig lustlos, begleitet von Juniorchef Thomas Wuttke als Kammerzofer Olga. Bis an seine akustischen Grenzen gehend, der Mechanikerchor aus Untertürkheim. Unschön alleine der dicke Kropf der Karsten. Etwas Jodmangel wäre hier sicherlich mehr gewesen. Ärgerlich, dieser Schnitzer. Ansonsten aber großer Nachmittag für das Autohaus Wuttke und die neue gebrauchte Modellreihe. Bleiben wir beim Automobil, schauen wir auf Goethe. Faust 1, Faust 2 etc. Ganz klar, der Goethe ist der Mercedes unter den Dichtern. So Seniorchef Wuttke Senior in seiner Laudatio. Bleibt die Frage, darf Kultur Reklame machen? Dazu eine Gegendarstellung. Es ist nicht wahr, dass das Autohaus Wuttke dem Schröder-Naumann ein Mercedes geschenkt hat, damit er für das Autohaus Wuttke im Fernsehen Werbung macht. Wahr ist vielmehr, dass der Schröder-Naumann heute Abend im Autohaus Wuttke eine Autogrammstunde gibt. Autohaus Wuttke, der Gebrauchtwagenhändler mit Kultur. Autohaus Wuttke bestimmt auch in ihrer Nähe. Guten Abend.